Es gibt ja da draußen unzählige Reifen, vom schlanken, rollfreudigen Marathonreifen bis hin zum Arp, Derb, Groben, Downhill, Geballerreifen. Welche man davon sich letztlich auf sein E-Mountainbike dengelt, das ist jedem selbst überlassen. Aber seit kurzem gibt es auch E-Bike-spezifische Reifen. Schwalbe hat nämlich den ersten E-Mountainbike-spezifischen Reifen entwickelt. Aber ob die wirklich so toll sind, wie Schwalbe sagt, und ob es spezielle E-Mountainbike-Gummis überhaupt braucht auf dem Planeten. Schwalbe hat auch viele lustige Namen, aber diesmal ist der Name eigentlich kein Name, sondern ein... Als gelernter Energietechniker und Leistungselektroniker ist mir sowohl AC als auch DC ein Begriff. Aber auch EC. Wirbelstrom. Eddie Current heißt auf Deutsch nichts anderes wie Wirbelstrom. Man hätte ihn auch nennen können die Blitz-Susi, der elektrische Franz, die elektrifizierte Gertrude. Das weiß man nicht. Sie haben sich heute entschieden für den Eddie Current. Der Reifen ist jetzt zwar nicht elektrisch leitet, das wurde mehrmals getestet, aber er wirbelt trotzdem ganz schön, und zwar hinten den Dreck auf. Ich habe noch bei keinem anderen Reifen so viel Dreck hinter auf die Birne bekommen, wie bei dem Reifen. Es ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass der Eddie Current 20% mehr Gummi verbaut hat, wie die Magic Mary. Ja, so magic ist die Mary dann gar nicht mehr, wenn man merkt, dass die viel weniger Gummi hat, wie der Eddie Current. Oh! Alles, wie bei jedem Reifen, beginnt mit der Montage. Wir drücken einfach unser schönes schwarzes Schwalbeventil hinein. Ja, das Tolle bei dem Eddie Current ist, der hat keine Aufrichtung. Also, die Stollen sind einfach grundsätzlich stollig und vollkommen wurscht, aber die nach links, rechts, oben, unten. Also das Profil soll außen sein, alles andere ist wurscht, der hat keine Laufrichtung. Und dann mit dem Schwalbe-Tire-Booster aufgebucht. Apropos Schwalbe-Tire-Booster. Aber dazu kommen wir später. Es soll ja Leute geben, die meinen, Schwalbe-Reifen rollen genauso gut wie er. Vor allem beim Eddie Current konnte ich diese Erfahrung nicht machen. Und eines ist schon mal fix. Der Eddie Current hat einem eines eindeutig voraus. Er ist nämlich viel stabiler. Milch durchs Ventil reingeflimmert und dann ab. Darinnen haben wir aber nichts mehr verloren. Wir gehen jetzt raus auf die Trail. Nur draußen sieht man, was der Reifen wirkt. Schwalbe sagt grundsätzlich, vorne sollte man mit 29 Zoll und 2,4 fahren. Nachdem ich aber vorne nicht mit 29 Zoll fahre, habe ich hinten und vorne 27,5 Zoll mit 2,8. Puh, oder? Das sind mal kolossale Walzen. Richtig. Und kolossale Walzen brauchen auch kolossalen Schutz. Riesel Design bieten zum Glück einen Koloss an. Der ist praktischerweise genau gemacht für kolossale Reifen. Den Koloss kolossal montiert und schon, tata! Spritzfreie Gesichter. Tja, und dann wäre da noch folgender Hinweis zu tätigen. Es gibt ja so Pannensets für Tubeless-Fahrer. Die gibt's ja. Ich habe auch eins. Es liegt zu Hause. Das war aber...
Das war aber noch zu Zeiten von Maxis Minion. Mittlerweile mit dem Schwalbe-Kollegen, das braucht man überhaupt. Also eigentlich hieß das ein Downhill-Reifen, der sagt, ich fahre lieber elektrisch. Es ist aber nicht alles eitel Wonne mit so einem Reifen. Der ganzen Lobhudelei, aber zum Trotz gibt es natürlich ein riesengroßes Manko. Die Dinger haben plus minus circa 1,5 Kilo das Stück. Wobei, ich habe schon einmal gesagt, ich gehe einfach vor dem Radlfahren einmal festkacken und schon habe ich jede Gewichtsersparnis wieder herinnen. Ist es mir das wert, dass ich ein bisschen mehr Gewicht mitschlepp? Oder sage ich, ich habe lieber 3 Bahnen mehr und dafür habe ich auch 2 Kilo weniger mit. Wer schon ordentlich kackt, kann auch solche Reifen Einfache Frage, aber die Antwort ist kein einfaches Ja oder Nein. Sinn im wörtlichen Sinn darf jeder für sich selbst finden. Sowas wie den ultimativen, einzigen, wahren Reifen, der alles kann. Niedriges Gewicht, großer Grip, gute Pannenperformance, die eierlegende Wollmilchsau, sowas gibt's nicht. Braucht man einen E-Bike-spezifischen Reifen? Ich sage mir grundsätzlich, geht es nach den Herstellern? Natürlich. Aber es gibt auch Alternativen. Abhängig davon, wo ich meinen Schwerpunkt setze, Pannensicherheit, Grip, kann ich diese beiden Dinge auch mit der Downhill-Version eines Reifens erzielen. Will ich aber längere Haltbarkeit, weil ich aufgrund des höheren Drehmoments einfach mehr Abnutzung habe und trotzdem eine griffige Gummimischung. Ja, E-Bike-Reifen haben schon ihren Sinn. Kompletter Quatsch sind die nicht. Aber am Ende ist es jedem selbst überlassen, was seine Schwergewichte sind. Wenn jemand dünne Reifen fahren will und Pannen in Kauf nimmt, dann soll er das machen. Wenn jemand dicke Reifen will, konnte er bis jetzt auch Downhill-Reifen montieren und das ging auch. Vielleicht denkt der eine oder andere auch, ja, Alter, der hat den Reifen geschenkt bekommen. Na klar ist der super, na klar sagt der, dass der geil ist. Moment. Erstens. Es tut mir leid, dass der Reifen kein Scheißdreck ist. Also mir wäre es auch lieber gewesen, der ist echt kacke. Aber irgendwie hat sich herausgestellt, der Reifen ist alles andere wie kacke. Und zweitens, was mich persönlich wirklich stört, und das muss ich jetzt sagen, es ist wirklich ein Negativum, er ist sehr uncool im Sinn von, also ich hätte gern ein bisschen mehr bunte Beklebung oder Beschriftung außen. Ein bisschen mehr martialisches Brumm Brumm. Ne? Er ist sehr dezent, wie die fast alle Schwalbe-Reifen. Aber das stört mich noch am meisten. Wenn ich ganz ehrlich sein will. Ich dachte nie, dass ich es mal sagen werde, aber die Dinger sind wirklich nicht schlecht. Und ansonsten, tja, ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen. Außer, sagen wir mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr wurdet ein bisschen auch unterhalten, habt aber auch dabei noch was gelernt. So wie ich meinen Maxis-Horizont jetzt doch ein wenig erweitert habe. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielleicht überlegt ihr euch ein Abo da zu lassen, ein Like oder ein Kommentar. Hab schon gesagt, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen euch beim nächsten Mal. Bis dahin, passt auf euch auf. Bleibt für seid. Tschüss, Baba und ich freue mich weiter. Ciao. Auch wenn es um feuchte Wurzeln geht, hat der mehr Uhr. Piep. Ah. Was sagt das Vierer-Diameter? Ich weiß nicht, ob ich das lesen kann, aber 0,91. Das heißt, die Form mit plus, minus. So wie die Koppen verloren, ich Trottel. Jetzt wissen wir zwar, wie wenig Luft drin ist, wir wissen aber auch, dass wir ohne Ventilkappe nach Hause fahren werden. Gell, Edgar? Komm, Edgar. Husch, husch.
alles, wie bei Versuchung. Da mag wohl der ein oder andere mit dem Mangeln. Ein Leichtlaufleifen, ein Leichtlaufle, ein Leichtlauf, ein Leichtrauf, ein Rauf, ein Le- Dass man überhaupt so lange reden kann über einen Raffen. Ich meine, Halleluja, das ist ein Stück Gummi mit Noppen. Mit Noppen. Ein Stück Gummi mit Noppen. Ob er dicht ist oder nicht, das verrät uns gleich das Licht. Oder besser, unser Barometer. Nicht das Barometer, das Bar, der Barmesser, nicht der, der Luftdruckmesser. Also wie dem auch sei. Man hätte ihn auch nicht nur Eddie Current, man hätte ihn auch Flurschaden Current oder ähnliches nennen können. Das ist schon ein ordentlicher Potzen an Reifen. Circa plus minus. Nicht anderes als Dina. Und was sonst würde ich mich freuen über ein kleines Abonnement. Abonnement? Über ein kleines Abonnement? Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Vielleicht hat euch das Video einen kleinen Eindruck vermittelt, ob der Reifen für euch auch was sein könnte oder ob ihr vielleicht auch mal einen eigenen E-Mountainbike-spezifischen Reifen probieren wollt. Dürft zwar ruhig unten reinschreiben, welche Reifen ihr verwendet. Vielleicht sind dabei interessante andere Reifen noch dabei. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid. Tschüss, Baba und ciao.